Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Mission. So, wo sind wir jetzt gelandet? Pentagon? Oder was? Ja, sieht er aus, genau. Alex Mason, Pentagon. Sie erhielten eine Freigabe und wurden ins Pentagon beordert. Jason Hudson war mein neuer Kontakt. Da wären wir. Wieso das Pentagon? Hudson konnte es mir nicht sagen. War streng geheim. Ihr Konvoi ist bereit, Sir. Willkommen im Pentagon. America. Wir sind spät dran. Minister McNamara. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, Sir. Geben Sie Gas. Transition. Unsere nationale Sicherheit ist akut gefährdet. Er kennt keine Angst, kein Gewissen, keine Schwäche. Sein Name ist Dragovich. Wie ich höre, kennen Sie sich bereits. Wann soll ich ihn töten? Gut, dass Sie wieder da sind, Mason. Kurz und schmerzlos. Immer direkt antworten. Boah, jetzt ist wie die Zombie-Map. Five. Cool. Der hohe Besuch. Er ist hier. Sie schienen uns zu beobachten. Mich zu beobachten. Damals konnte man niemandem vertrauen. Manchmal nicht mal sich selbst. Deshalb sind wir hier, Mason. Um herauszufinden, ob wir ihnen trauen können. Rund um die Uhr. Wir haben sie die ganze Zeit beobachtet. Das ist unmöglich. Ich war im Pentagon. Sofort, Sir. Freigabe Prospero. Oh, der Multiplayer-Soundtrack. Ehrenhafte Helden. Ich erinnere mich. Boah. Ich habe immer Zahn probiert. Und bekam sie nicht aus dem Schal. Boah, mein Augen, Junge. VIPs. Damn, VIP. Erwartet. Irgendwas. Boah, Junge, Epilepsieanfälle, ohne Scheiß. Das Nervenzentrum. Ich irre wohl nicht, wenn ich sage, dass die Zivilisation von hier aus schon mehrmals gerettet wurde. Ich weiß nicht. Es fühlte sich an wie im Traum. Defcon 2. Aufstieg aus der Dunkelheit. Schritt 3. Feuerregen. Sie näherten sich ihrem Ziel. Es hat funktioniert. Ist ein Erlebnis. Boah, Junge. Überwältigend, nicht wahr? Noch nicht. Sikorax. Diese Zuflucht wurde 1943 gebaut. Sie wird nur selten benutzt. Aha, okay. Danke, Herr Minister. Viel Glück, Mason. Da ist wieder die Mappe. Mr. President? Agent Mason. Ist mir eine Ehre, Mr. President. Setzen Sie sich. Oh, Junge. Die Kommunisten sind eine große Bedrohung. Unsere Freiheit und Lebensweise stehen auf dem Spiel. Dragovic. Alter. Man sagte mir, Sie seien der Beste. Überall. Der werden Sie sein müssen. Mr. Mason, kümmern Sie sich darum. Heftig. Da hat er sich mit sich geringt anscheinend. Präsident Manas. Operation Siedel.
Aktivierung. Das Herz ihres Raumfahrtprogramms, ihr Langstreckenraketenprojekt, auslöschen. Die Ascension-Gruppe ausschalten. Deutsche Ascension. Wissenschaftler von den Russen. Lol, wie das abgeworben. Zombie-Projekt. Daher braucht ihr Wissen, was sie rausgefunden hatten. Operation 40 hat einen Doppelagenten eingesetzt, der mit der Ascension-Gruppe arbeitete. Grigori Weaver. Er sollte dort die Rakete sabotieren. Aber irgendwas ist schiefgelaufen, Mason. Ich bekomme diese verdammten Zahlen nicht aus meinem Schädel. Was bedeuten die Zahlen, Mason? Das ist die Frage seit gefühlt erster Minute, Sekunde. Na gut, dann also zum Raketenstart, oder was? Ascension, okay. Mason Watson Bowman. Da wären wir. Die Startwaffe hier oben. Ein Zeichen vom Weaver, wir müssen los. Wachsam bleiben, Mason. Scheiß Schlange. Gehen wir, na los. Jawohl. Whiskey, komm zurück. Python, Schnelllader. Los, X-Ray. Soyuz 1 startet gleich. Sind unterwegs. Soyuz. Nice. Roger. Uns rennt die Zeit davon, Mason. Na los. Dann wollen wir mal. Sprinten kann ich nicht, aber muss ich noch nicht. Gut. Jetzt eine Sniper, wa? Nein, 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 da ist was faul. Es ist viel zu viel los. Yankee 1-3, Bericht. Yankee 1-3, Bericht. Wie wird Funkstille? Mal sehen, was da draußen ist. Der Countdown läuft schon. Da ist die Soyuz 2. Sie startet 10 Minuten nach der Soyuz 1. Da vorne ist die Kommandozentrale. Mason, Aktivität auf der Straße. Sieh's dir mal an. Scheiße, es ist Weaver. Er ist aufgeflogen. Ihr Alles Kollege klar. will mir seine Anwesenheit in dieser Anlage nicht erklären. Wer ist das, verdammt? Ergeben Sie sich. Wir behandeln Sie angemessen. Das ist Kravchenko, die rechte Hand von Dragovic. Das ist die einzige Warnung. Wir können nichts machen, Mason. Weaver hat's erwischt. Ich weiß. Sie haben die Wahl. Das ist nicht gut. Boah. Verdammte Scheiße. Team Whiskey schon in Position. Reißt jemand ein Auge raus, das ist so. Boah. Weaver haben sie erwischt. Die Basis wird alarmiert sein. Position halten. Wir sind unterwegs. Ich glaube, das Schlimmste ist halt wirklich Auge oder Nägel rausreißen. Boah. Einfach so schmerzvoll. Schmerzvoll. Oder doch, das war richtig. Nicht schmerzlos, schmerzvoll. Aber ich glaube, Zehen, also Nägel allgemein, sind schlimmer als Auge. Glaube ich. Das kann ich nicht wissen. Gott sei Dank. Mir nach. In Bewegung bleiben. Na gut. Alles gut. Los geht's. Wir brauchen diese Uniformen. Ich nehme den am Boden. Nimm du den anderen. Mach ich. Ich kann leider nicht sprinten. Jetzt geht's schon besser. Boah, Karambit. Boah. Perfektes Beispiel. Schaffen wir sie weg. Heftige Scheiße. Und rein da. Boah, wie
Weavers Rettung wichtiger als ihre Mission zu erfüllen und Dragovic zu töten? Weaver war Russe. Aber er war in Ordnung. Ich hoffe, du kannst dein Rokuta etwas Russisch messen. Will ich hoffen. Wir müssen Weaver retten. So, Galasch mit Arcog-Visier oder ACOG wieder. Nicht schießen, wir bleiben inkognito. Hey, что это за шум? Собаки прогладили. Ладно, будьте начеку. Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их и дело с концом. Да. Alles gut. Sagt zu mir mein Russisch, aber dann redet er. Brooks und Bowman müssen direkt vor Ort sein. X-Ray, hier Whiskey. Feinde in Sicht, schalte sie aus. Vorwärts. So, hier weiß ich nicht mehr 100% auswendig, wo was ist. Was ist mit Weaver? Er ist aufgeflogen. Wir fahren Brooks wie geplant fort und hoffen auf eine Gelegenheit. Okay. Mein Gott, wechsel doch. Dankeschön. Los geht's. So, unauffällig. Повышение давления. В отсаке 12. Unauffällig bleiben. Остановить? Нет. Вспомогательная система должна вспомогалование любые колебания. Ты уверен? Уверен. Эй, у нас проблема. Alles klar. Не выходил обратно. Не выходить на связь. Ich glaube, sie haben die Leichen gefunden. Nein, alles gut. Macht, was sie machen. Kommandozentrale voraus. Dann wollen wir mal. Vorne sind ein paar Männer. Okay, Bowman, Brooks, kümmert euch um sie. Na komm schon. Unes Problema. Zum Neu. Bereit? Jede Etage sichern, bevor es weiter hochgeht. Ich schalte den Funk aus. Jawohl. Dann mach die Tür auf. Los! Alter, die haben schon sofort von außen geschossen. Das ist so gemein. Cool, ist halt so ein Runden. Visier im Vergleich zum anderen mit Kreuz. Cool, cool. Ist schon mal unterschiedlich. Okay, hier ist schon mal nichts. Warte, was stand da gerade? Magazinerweiterung. Nehmen wir. Also ich bin Fan von Doppelmagazin wegen schneller Nachladen. Aber mehr Muni ist natürlich auch geil. Weil wichtiger als Visier. Weil das Visier so ist schon sehr, sehr strong. So, wo kann das sein? Nee. Das schon mal nicht. Gehen wir noch höher. Haben wir. Ziel erledigt! Aha, hier ist eins. Gut, das Gebäude haben wir schon mal. Ich glaube nicht, dass hier zwei in einem sind. Wäre zu leicht. Zack. Ich dachte, es müsste höher sein, aber anscheinend reicht die Höhe. Oh, Doppelmagazin. Mein Gott, das ist wie flinke Hände. Ist das geil. Südlich? Wohin muss ich? Mason! Mason, komm rüber! Armbrust, Explosivpfeile, sofort! Yo. Ich sichere die Leiter! Feind nähert sich von Norden. Wir sind festgenagelt. Wir haben Gesellschaft. Wie schnell fest, er explodiert? Aus. The fuck, ey. Oh. Nice. Der Truck, aufpassen. Sag, Junge. Wo? Sie erregen Aufmerksamkeit. Die Arschlöcher sind auf dem Rückweg. Ich halte die Stellung. Schieß. Beeilung, Mason. Dann wollen wir. Los, los! Weaver! Auf einmal haben wir die MP5 wieder. Granatenwerfer. PM-Magazinreiterung. Schaffst du die Mission noch, Weaver? Cool.
Schon wir's! Warte, ich will ausprobieren. Hast du das Lenksystem sabotiert? Ich bin aufgeflogen. So viel zum Thema Schleichangriff. Nice. Plan B? Uns bleibt vielleicht noch genug Zeit, den Start zu stoppen. Wir müssen zum Zweitbunker. Halt, ich würde nachgucken. Sie retteten ihn. Dann mussten sie die Ascension-Gruppe finden und die Wissenschaftler töten. Nein. Töten musste ich. Dragovic. Wir sind aufgeflogen. Weg mit dem Balaklavas. Balaklavas. Mason, mehr nach! Wow, 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 nicht zu weit runter. Gebt alles, das wird ein schwerer Kampf! Nein! Das habe ich noch nicht geschafft sogar, muss ich sagen. Den Erfolg mit Armbrust. Ach, scheiß drauf, Junge. Aber nach oben. Das Geländer beobachten. Aua. Beim Geländer. Zählen. Bam, Junge. Da ist auch was abgegangen. Das ist der Anker-Patch. Hammergeil. Ich sehe nichts. Da hinten. Da ganz. Wutz! Verdammt nochmal. Drück deinen Arsch nicht so weit raus. Dragunov, nein. Ich will die unbedingt ausprobieren. Alter Schädel. Boah, das war nice. Alter, die Rolle war heavy. Jawohl. Wenn die Ehe leer ist, dann mache ich die sofort wechseln. Ist das Beste, was ich machen kann? Da ist ein Fahrstuhl. Nice. Und das letzte. Erfolg! Yay, 30 Stück. Jetzt kann ich wechseln. So, schnell zurück. Ich hole mir die Sniper. Fahrstuhl ist egal, ne? Ja. Ah, Granatenwerfer, 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 Magazinerweiterung, Magazinerweiterung. Nein, Müll. Weiter, 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 weiter. Hier ist noch nur ein Schuh. Nein, die Sniper ist despawned. Ja, die Sniper ist verdammt nochmal despawned. Ach, schade, ey. Muss ja. Oh, MP ist nice. Ein bisschen Rückstoß, deswegen braucht es kein Visier eigentlich. Das geht schneller, deswegen habe ich das genommen. Genau, kannst du aber auch nur einmal so machen. Mehr Schaden. Oh, Junge. Du hast jetzt die MP5 weggeschmissen. Du kleiner. Wo ist die MP5 jetzt? Da. Mein Gott. Du willst immer die beschissene Waffe wegtun, er will immer irgendwie zurückwechseln. Es ist so ein. Haben die doppelt? Lol, Akimbo und ich nicht. Unfair. So, hier ist nichts. Da können wir nicht hin. Hier sollen wir vorstoßen, wahrscheinlich. Na komm, Leute. Alter, ihr seid irgendwie verrückt. Ein Loch in die verdammte Mauer. Jawohl. Bereit! 3, 2, 1. Wunderschön. Die sind schon tot. Da vorne. Wir müssen die Rakete um jeden Preis Jawohl. Zerstören. Zu spät. Stoppen unmöglich. Oh no. Die startet. Baumann, Plan B, tu es jetzt. Das klappt bestimmt. Hochjagen, Mason. Los. Willst du mich verarschen? Ich drück Linkstick, um schneller zu werden, auf einmal das Linkstick vorbei sein. Och nö. Okay, die Checkpoints in dem Game sind ein bisschen trash, aber gut. Weil es müsste eigentlich da, aber na gut. Ist ja nicht zu weit. Es gibt schlimmere Spiele, also wirklich.
Da bist du gefühlt da, von da gestartet bis hierhin, auf einmal musst du wieder von ganz vorne. Nee, da kann ich. Nee. Wir müssen die Rakete um jeden Preis zerstören. Wir müssen nur einmal. Das ist gut. Zu spät! Stoppen unmöglich! Baumann, Plan B, tu es jetzt! Das klappt bestimmt. Mason, los! Bam, Junge. Scheiße. Auch eine Art, einen Prototyp zu testen. Perfekt. Oh Gott. Und nun? Ah, ihr seid schon weg, oder was? Hier können wir nicht bleiben. Los in die Tunnel! Auf geht's, Brooks. Sliden gibt's nicht in dem Spiel. Richtig? Ja. Hier gab's doch kein Slide-Canceln. Die verdienen kein Mitleid. Wir sind hier, um sie kalt zu machen. Let's go, let's go. Der Rest der Ascension-Gruppe will aus der Anlage fliehen. Dorman Brooks, geht rüber zum Nordtunnel. Magazinerweiterung, KS. Mason Beaver, ihr kommt mit mir. 830 Muni, Junge. Ich find's voll geil, dass das funktioniert. Das sollte auch normal funktionieren. Das ist nur logisch. Junge, Black Ops Beste. Autsch. Das tut weh. Nehmen wir Nate. Friss das, du Sau. Mein Gott, gerade so weggekommen. 3, 2, 1. Hopp. Damn, Junge. Das ist immer auch lustig, wie, ja, ich sag mal so, Rückstoßzyklus, je nachdem welchen du erwischt, immer anders ist. Das eine Mal hast du einen Laser mit dieser Waffe, das eine Mal hast du richtig so Springfestival, Junge. Nice one. Okay, weiter geht's. Ziel ausgeschaltet. Nachladen. Okay, wir wechseln jetzt. Die ist zu langsam. Ziel erledigt. Nachladen. Aua. Du Kle... Du hast richtig Bock, ne? Komm her, komm her. 1v1. Ficker. Ficker 2. Haben wir. Okay, pass auf, dann. Wo können wir hier noch was haben? Irgendwo hier vielleicht auf dem Desk oder so? Ihr schießt, Jungs. Ich suche kurz mal nochmal die letzte Info, falls ihr hier... Wo kommt das her? Was zur Hölle? Wie random ist das? Na gut, weiter. Nachladen. Nee, HK ist zu geil. Okay. Und Switch. Das sind viele. Mein Gott. Oh, das gefällt mir. Das ist geil. Es ist nicht zu genau, aber du kannst so schießen. Und das ist das, was mir gefällt. Es ist logisch. Nicht zu nur, wie dass es 100% geht. Come on, irgendwo hier? Irgendwo hier muss es eigentlich sein. Einmal das. Drehen. What the hell? Irgendwie bin ich blind. Vielleicht da drinnen? Haben wir. Ich guck mal kurz hier nach. Oh, Schadi. Oh mein Gott, Leute, ihr müsst helfen. Was
Ja, weil du nicht hilfst, Junge. Okay, pass auf, dann einmal kurz nachgucken. Wo könnte er sein? In dem Raum hier? Nee. Gesoffen habe ich nicht, ne? Junge, da ist es. Junge, ich sag doch, hier ist irgendwo. Junge, da muss ich kurz einmal prüfen. Okay, wir müssen pushen, die kommen unendlich. Push. Oh, fuck. Aus genau dem Grund haben wir Magazinerweiterung. Los, los, los. Wow, 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 wow. Ja, ein Messer reicht nicht mal. Junge, die Ficker sind so strong, ey. What the hell? Okay. Zeit, dass wir hier verschwinden. Alter, meine Augen. Erst kaufen wir uns Draco weg. Die Zahlen. Bleiben Sie bei mir, Mädchen. Kravchenko entkam, bevor wir an ihm dran waren. Sie näherten sich ihrem Ziel. Dragovic war auch da, oder? Wir suchten die gesamte Basis ab. Der Bastard war nirgends. Das ist Zeitverschwendung. Er hat Wahnvorstellungen. Aber dann sahen wir die Limousine von Dragovic. Mein Auto, mein Auge. Nein, noch nicht. Holy. Die Leiche sehen. Dragovic, haben Sie seinen Tod verifiziert? Glaub mir, der Bastard ist ein verkohltes Scheißbrikett. Alter, die sollten echt eine Warnung machen. Also ich bin jetzt nicht so anfällig gegen Farben. Ich spiele ja viele Shooter, aber das ist... Nee. Alter, das knallt so in die Augen. Holy. Alter. Aber irgendwie wusste ich, dass Dragovic lebte. Überall die Zahlen in der Luft. Sie waren von ihm besessen. Die nächsten 5 Jahre lang haben sie versucht, ihn aufzuspüren. Er war überall. Ich bekam ihn nicht aus dem Schädel. Genau wie die anderen. Wir haben ihn so vor Scheiße gebucht, dass er nicht weiterkommen will. Ständig in meinem Kopf. Nein, ich will ihn weiterbearbeiten. Wer sind Sie überhaupt? Was wollen Sie von mir? Wir wollen die Zahlen messen, das ist alles. Ist es nicht Weaver? Hört sich noch voll so, also danach an auf jeden Fall. Und der andere Hudson. Nach Baikonur. Wohin hat Washington Sie geschickt? Vietnam. Das verdammte Kaesan. Das war 1968? Ja, ich gehörte zur SOG-Gruppe, angeführt von Frank Woods. Aufklärung von verdeckten russischen Aktivitäten im Laos. Und Ihr CIA-Kontakt, Hudson? War er in Kaesan? War er auch dort? Hudson. Ja, Mr. Sonnenbrille. Der Sonnenbrille. Der Eisklotz. Music Show. Oh nein, bitte kein Copyright. Also wenn Mucke kommt, laber ich einfach nur dummen Müll. Oder mach Geräusche. Oh nein. Das Lied kennt jeder. Let's get it. Ja moin. Scheiße. Bitte kein Copyright, nur weil die Mucke jetzt läuft. Junge. Das ist so ein Klassiker-Soundtrack. Erstens Battlefield damals. Das Game und allgemein Vietnam. Mason! Junge, wie du aussiehst. Du siehst scheiße aus, Woods. Ja. Außerdem interessiert ja doch keinen. Das ist Vietnam. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Jason Hudson, CIA. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Sergeant. Er hat gar keinen Bock. Klar. Ich habe Mason die Lage schon kurz geschildert. Ich erzähle einfach den Rest. Oh, wieder im 16? 1964 hat der CIA die Geheimdienstoperationen in Südostasien abgetreten. Und zwar ans US-Militär. Seitdem gibt's die MAC wie SOG. Und Kaesan ist nicht nur der Stützpunkt des Marine Corps, sondern die Basis für alle grenzüberschreitenden Einsätze. Vor allem in Laos und Kambodscha. Die Missionen sind Sabotage, Propaganda, Aufklärung, Gefangenenbefreiung. Halt. Oh fuck. Lenk nach rechts. Oh, der. Ja, Pech.
Junge, Mörserangriff. Schnell weg hier. Meißen hier rüber. Fuck, genau. Wir müssen ihn wegschaffen. Scheiße. Bring ihn zum Bunker, ich geb Deckung. Los! Auf mit dir, Großer. Hudson war erledigt und Kilsan wurde belagert. Aber wie bei Weaver haben sie ihr Leben für ihn riskiert. Hudson war ein verdammter Eisklotz. Aber deshalb mochte ich den Kerl. Ihr oberstes Ziel war, nach Hui zu kommen. Aber das war ihnen egal und sie verteidigten Kilsan. Das war nicht ihr Ziel. Hudson? Sie kannten Wurz also nicht. Geht's gut. Er wusste, Kesan braucht unsere Hilfe. Alles klar. Da kann ich nicht hin. 1911. Oh mein Gott. Alter. Okay, hier muss einer sein. Okay, der hat Panikattacke. Junge. Dann halt nicht. Schade. Sag ich nach dem Ort aus, dass sie. Oh mein Gott, sind die Wahl. Ich sag ja, wenn diese M16 genauso im Multiplayer gewesen wäre, ne, wäre das eines der besten Weapons überhaupt im Zocken. Leider ist sie dort Salve, ey. Oh, shit. F. Spam, 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 spam. Junge. Holy shit, hab ich gespammt. Holy. So, und das wäre zensiert gewesen. In der deutschen Version. Aua, von wo? Ein Ding. Oh nein, das ist dieses. Lutai? Lulai? Junge, das war so lustig, damals in der Schule darüber zu reden. Sag mal, wie oft schießt du mich noch an? Ich gehe hier lang. So. Hier rüber war es einfacher, definitiv. Das sind unsere. Weiter. Da muss man echt aufpassen. Fuck. Alter, der Heli. Mein Gott. Holy shit. Der Panzer ist down. Alter, wenn der jetzt einstürzt, vorbei für uns. Come on, durch, 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 durch. Ich brauche Deckung. Wer nicht? Scheiße, Infanterie im Anmarsch. Ungefähr 20. Alter, das ist Shotgun. Rück hier drauf. Nachladen, 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 nachladen. Eine Mine messen. Darauf stehen die Einheiten. Alter. Mason, sie kommen. Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Warte, erstmal gehen wir hier hin. Ne, da können wir nicht hin. Weg mit denen. Zünder nehmen. Diese Position halten. 3, 2, 1. Boah, Junge. Panzer kommen. Junge, sie sind überall, ey. Ich sehe schon. Fuck, ne. Das hast du gesagt, ne. Geil, Alter. Nee. Wir müssen weg hier. Aua, aua. Oh, shit. Wie soll ich hier überleben? Ich bin tot. Kann ich ja mal aus... Ja, ein bisschen. Weg hier. Ja, wo ist sie denn? Weiter oben? Okay. Sag mal. Oh, diesmal nicht nur ein Schuss.
Und ich bin froh, dass es dahin fliegt, wo ich hinziele ungefähr. Nicht so wie das andere. Nice. Das dicke Ding, ey. Holy shit. Napalm war echt, Junge, so crazy. So, hier irgendwas noch? Ja, da ist eine. Aktivität auf dem rechten Hügel! Feind in Sicht! Guter Schuss! Mit Magazinerweiterung, ja, das hat das nicht, ne? Hier habe ich nur die Shotty. Boah, Magazinerweiterung wäre eigentlich besser gewesen. Aber egal. Weiter, weiter, weiter. Die halten hier, wir gehen weiter. Ich muss einmal nachladen. Okay, Geduld, Geduld, Geduld. Die Ruhe vor dem Sturm. Jawohl, und runter. Granatenwerfer. Nehme ich gerne. Diese Fässer ist ein Abwandrin! Ja! Wir wurden zurückgedrängt, bevor wir sie verkannt haben! Durch die Wissen! Marines, Position halten! Brechen wir auf! Den zeigen wir's! Hey, Predator! Wie ist Ihre Position? Ouch! Bro, ey, du hast nicht gesagt, dass rechts was ist! Los, los, los! Ey, das wackelt zu viel, ich seh nichts! Oh! Danke für die Hilfe, endlich mal! Boah, das überhitzt gleich. Mein Gott. Weiter. Dingo? Alles klar. Du Ficker. Hier ist ein Sniper. Hier ist ein Sniper. Nehmt 14. Akame Granatenwerfer. Granatenwerfer. Granatenwerfer, okay. Ungefähr Sniper. Dann. Kontakt erledigt. Boah, Rückschuss ist gut. Wir müssen vor, irgendwie. Nein, 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 so nicht. Links rum. Switchen. Alter. Leg dich hin. Ja, oh, ich drück schon die ganze Zeit, er will nicht. Nee, das ist eine verhexte Position, ich scheiß drauf. So, ist hier irgendein Brenn? Nee. Mein Gott. Doch, da war doch was. Mein Gott, vor meiner Nase. Okay. Die schießen jede Sekunde auf mich. Ziel ausgeschaltet. Könnt ihr mir mal helfen? Nee? Dann push ich. Ziel ausgeschaltet. Mein Gott. Die sind überall. Ich muss alles töten. Leck mich. Ihr habt das gerade selber gesehen. Da ist Holz und er ballert durchs Holz und für ihn zählt das Holz nicht. Ficker. Du scheiß Ficker. Wobei, da hinten gibt's noch einen. Oh, oh Mann, ey. Diese Fässer ist ein Abwandrin. Ja. Wir wurden zurückgedrängt, bevor wir sie verkauft haben. Gut zu wissen. Marines, Position halten. Brechen wir auf. Feinde, den zeigen wir's. Hey, das ist zu heavy, diese Mission. Los, los, los.
Kontakte nahe des Graben! Roger. Okay, hier ist nichts mehr. Diesmal nehme ich die nicht. Aktivität! So, Granatenwerfer brauche ich aber. Oh, so funktioniert der. Bestätigt der Treffer. Ziel erwischt! Mein Gott, 10 Jahre. Lade nach, Deckung geben. Jetzt geht das schneller. Okay, pass auf. Einfach Nades vollschmeißen und dann rein da. Werfe eine Granate. Feinde beim Graben. Augen auf das Gestrüpp. Berger, was gerade? Um sie aufzuhalten. Mein Gott. Warte. Das ist echt crazy. Muss ich da in die Mitte reingehen? Ich will nicht wieder sterben eigentlich. Okay. Bitte nicht schon wieder. Was ist das, Junge? Diese Mistgeburt-Mission. Ziel aufgeschaltet. Abschuss bestätigt. Nee. Es ist mir so scheißegal. Ziel erfüllt. Nehmen Sie die Hülle ein. Was für einnehmen? Die Respawn Unlimited und ich kann nicht mal durch. Das ist Kack-Balancing. Und das passt nicht zur Framerate, weil die schneller respawnen dadurch. Alter, ist das eine widerliche Mission. Wissen die, dass wir hier sind? Zum Hauptquartier. Den Hügel rauf. Alter, wir müssen einfach nur hier durch. Mein Gott. Feinde beim Baumstumpf. Oh, fuck, mal live bei mir erschrocken. Achtung! Haben wir? Oh, das ist unsere. Haben wir? Auf, 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 auf. Wow, 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 wow. Da oben. Jetzt sehe ich ihn. Aua. Das hat viel getan. Gehen wir unten lang. Ich sehe den Wachturm. Ich sehe ihn. Ziel erledigt. Durch, 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 durch. Das war unsere. Granate. Runter. Feige bei Wachturm. Ich hab's erwischt. Leute, schießt ihr? Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Nee, nee, nee. Irgendwie nicht. Mein Gott, du musst echt einfach... Das ist krank. Du musst fast alles selber machen in der Mission. Widerlich. Die würde ich nicht gerne auf der schwierigsten Schwierigkeitsgrad spielen. Gar nicht. Scheiße. Deine Waffe klemmt. Klassiker. Schießen, schießen, schießen. Junge, die Framerate. Alter. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir mit 400 immer verlieren. Ja, gut, dass ich das gemacht habe. So, erstmal kurz noch hier hin. What the hell? Hier ist nichts. Eine fehlt mir noch. Eine Infodatei fehlt mir noch. Einmal hier durchgucken. Irgendwo hier muss sie sein eigentlich. Nichts, nichts, auch nichts. Boah, Alter, chill mal. Gar nichts? Eigentlich muss die hier sein. Habe ich die übersehen wieder mal? War sie vor meiner Nase? Nee, komisch. War da... Hier nicht.
könnte die sein? Mein Gott. Na gut, dann wenn die nicht hier ist, dann geht's weiter. Wiederhole! Nicht angreifen! Feuer! Genau dorthin! Ich versuch's normal, bleib bei mir! Befehl aufgehoben! Nichts wie weg da! Da ist nichts, okay. Ich hoffe, du kommst durch. Ich kann dir leider nicht helfen. Wow. Zu mir! Na gut, dann haben wir jetzt alle gefunden. Endlich mal. Ich dachte, wir wären weicher. Genau davon rede ich. Nach hinten und ran an die Rakete. An die Rakete. Mein Gott. Ja, aber um einiges beweglicher. VF143. Autorisierung Sierra Oscar Golf X-Ray. Beschuss mit oberster Priorität auf mein Gott. Autsch. Benutzt die Steuerung und lenkt die Rakete. Oh, nicht wieder so slow. Sehr schön. Verstanden. Bereithalten, X-Ray. Bombardement in 2 Minuten. Jawohl. Bestätigt. Das ist so crazy. Gib mir lieber die M60, ey. Mein Bunker! Schon wieder? Ich hab ihn. Verstanden, X-Ray. Starte ab. Du Ficker. Toller Treffer! Boah, was war das? Panzer Mason, das haben sie gespürt. Das ist noch nicht vorbei. Jawohl, Junge. Das ist echt krank. Jedes Mal, wenn ich die M60 nehme, passiert sowas. Wunderschön. Oh, das ist zu weit, oder? Das ist zu weit. Den hier muss ich. Wo ist der letzte? Ich sehe ihn nicht. Hallo? Ja, Junge, wo ist er denn? Das ist er nicht. Nirgendwo hin! Verstanden, X-Ray. Aha. Mein Gott. Ich bräuchte nur ein bisschen mehr die Richtung, wo ich hinschießen soll. Es ist vorbei. Nein. Es fängt nur was anderes an. Wir kommen wieder. Oh, Bowman. Oh nein, nicht wie das Lied. Okay. Du siehst scheiße aus, Mason. Also da ist man schön, dich zu sehen, Eric. Jason Hudson, CIA. Wir möchten über ihr Aufeinandertreffen mit den Russen in Laos sprechen. Wir haben von einem Überläufer gehört. Heute brachen Kommunikation zusammen und zivile Flüge vom Flughafen wurden gestrichen. Die Jet-Offensive war der Anfang vom Ende, als Amerika wirklich begann, den Krieg zu verlieren. In der McVie-Anlage in Hue haben sie Kontakt mit dem russischen Überläufer aufgenommen. Nein. Wir wissen es. Er hat sich dem McVie gestellt. Sie waren dort, Mason. Er hatte Informationen über Dragovic. Alles. Aber es war hoffnungslos. Schluss damit! Die NVA hatte die Stadt umstellt. Das McVie war so gut wie abgebrannt. Der Überläufer war mit Sicherheit tot. Er war nicht tot. Es war hoffnungslos und sie gingen rein. Wieso? Sein Schutzteam hatte den Funkkontakt abgebrochen. Er durfte nicht tot sein. Ich brauchte diese verdammte Akte! Jawohl. Okay, auf zum nächsten. Aber erstmal Shader Warming. Immer Shader Warming davor. So. Hui, genau. Das machen wir im nächsten Teil. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da und wie immer, bis zum nächsten Mal.